In einer Woche ist es soweit, das München RFO steht an, das größte Event in diesem Jahr. Genau um dieses soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zur 15. Folge von Was macht. Heute ist Marco dabei, ihr kennt ihn schon aus älteren Folgen. Er war damals im Web-Department, heute ist er einer unserer Trainer im Trainings-Department und er hilft bei der Organisation des Events mit. Hallo Marco. Ja, hallo. Wie vielleicht einige von euch wissen, gab es in den vergangenen Jahren vor Corona immer das München RFE. Deshalb würde ich gerne wissen, warum es in diesem Jahr kein RFE geworden ist und wo der Unterschied zwischen RFO und RFE liegt. Also RFE steht ja für Real Flight Event. Heißt, bei dem Real Flight Event geht es eben um die Simulation der realen Flüge, also Real Flights im entsprechenden Eventzeitraum. Und eben auch um die Simulation der realen Abläufe und Operations am entsprechenden Flughafen. In den letzten Jahren bei München RFE hatten wir immer den realen Flugplan des entsprechenden Event-Tages. Also mit allen Flügen, die eben an dem Tag geflogen sind, die hatten wir auch dann in unserem Buchungssystem eingetragen und eben verfügbar, damit die Piloten sie eben buchen konnten. Beim RFO geht es nicht zwangsläufig um die Simulation der realen Flüge genau im Eventzeitraum. Also RFO steht für Real Flight Operations. Also da liegt der Fokus eigentlich nur auf dem Aspekt der realen Abläufe und Operations. Und die Flüge können sich natürlich zwar an einem realen Flugplan orientieren, aber es sind eben nicht zwangsläufig genau die realen Flüge des entsprechenden Eventzeitraums. Und beim München RFO dieses Jahr ist es eben so, dass aufgrund der Corona-Pandemie in Realität einfach weniger Flüge geplant sind und weniger Flugzeuge fliegen. Und deswegen haben wir jetzt im konkreten Fall eben Flüge aus dem gesamten Sommerflugplan zusammengesammelt und in unser Buchungssystem eingetragen und eben nicht nur vom entsprechenden Eventtag. Deswegen ist sozusagen da der Unterschied, dass wir in den letzten Jahren immer den realen Flugplan vom entsprechenden Eventtag hatten. Und dieses Jahr haben wir zwar Flüge, die auf einem realen Flugplan basieren, aber eben auch darüber hinausgehen sozusagen. Jetzt wissen wir, was RFE und RFO ist. Was ist denn das Besondere in diesem Jahr an dem München RFO, außer dass es in diesem Jahr aufgrund der Pandemie das erste und größte Event in diesem Jahr ist? Ja, eigentlich ist das Besondere genau das, was du gerade gesagt hast. Also es ist das erste und soweit ich weiß auch einzige Event, was dieses Jahr eben in dieser Größe stattfindet. Und unser Anspruch, den wir eben an das Event gesetzt haben, ist, dass wir auch trotz der Corona-Pandemie und der allgemein auch niedrigeren Aktivität am Netzwerk diesen Sommer trotzdem das Event im selben Umfang wie auch in den letzten Jahren veranstalten wollen. Und da gehört eben auch dieses Jahr wieder, so wie in den letzten Jahren, ein reales Treffen der Lotsen vor Ort dazu, wodurch wir eben den Piloten auch nochmal einen ganz anderen Service bieten können, wenn eben die Lotsen alle gemeinsam nebeneinander in einem Raum sitzen. Und ich kann nur sagen, dass jeder, der sich entscheidet, zu uns zu fliegen, den erwarten den ganzen Tag lang 18 Stunden voller ATC-Abdeckung mit professionellem Service und auch noch einige Extras, wie zum Beispiel unsere eigene Voice-ATIS, die es so in der Vergangenheit auch noch nicht gab und eben auch die Möglichkeit, die AFA-Freigabe über das Datalink-System des Hobby-Netzwerks und damit dann eben auch direkt aus dem Flugzeug im Simulator heraus anfordern zu können. Okay, das hört sich recht viel an. Ich schätze mal, dass es in diesem Jahr besonders schwer war zu planen. Kannst du vielleicht ein wenig was dazu erzählen und gab es vielleicht was Besonderes zu beachten? Ja, also die Corona-Pandemie ist halt auch da wieder so ein bisschen der Punkt, der uns das Leben etwas schwer gemacht hat. Zum einen, wie ich es eben schon angesprochen habe, vorhin haben wir jetzt nicht einfach auf den realen Flugplan des entsprechenden Eventtages zurückgreifen können, sondern wir mussten uns eben aus dem ganzen Sommer die Flüge rauspicken und teilweise auch noch ein bisschen was dazu basteln, sage ich mal, damit wir aufs gleiche Niveau wie in den letzten Jahren kommen. Und zum anderen machen uns natürlich auch die Corona-Beschränkungen vor Ort das Leben ein bisschen schwerer. Und das ist natürlich aufwendiger, dann sage ich mal, so ein Event zu planen, weil man sich doch an einige Dinge halten muss. Wir haben dieses Jahr leider auch nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern vor Ort, die wir zulassen konnten. Und wir mussten auch recht aufwendig, sage ich mal, ein Hygienekonzept ausarbeiten, damit wir uns da eben an die ganzen Vorgaben der Behörden halten und natürlich auch alle Teilnehmer vor Ort bestmöglich schützen. Wir reden ja gerade schon darüber, wie ihr bei der Planung mit der Corona-Pandemie umgehen musstet. Da es in einer Woche soweit ist, wie sieht das denn aktuell aus? Kannst du uns ein kleines Update geben? Ja, also momentan sieht es eigentlich recht gut aus. Also die momentanen Inzidenzwerte, die hauptsächlich, sage ich mal, ausschlaggebend dafür sind, ob das Event stattfinden kann oder nicht, sind noch in dem Rahmen, dass es momentan so aussieht, als könnten wir das Event vor Ort auch tatsächlich durchführen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns, wie ich gerade ja schon gesagt habe, an einige Regeln halten vor Ort. Da gehören eben zum einen zum Beispiel eine Testpflicht dazu. Also jeder Lotse, der vor Ort am Event teilnimmt, muss einen negativen Testnachweis vorlegen.
Und wir haben natürlich auch gewisse Mindestabstände, die wir vor Ort einhalten müssen. Und bei jedem Schichtwechsel wird dann auch einmal der Arbeitsplatz desinfiziert. Zum Ende möchte ich vielleicht noch eine der interessanten Fragen stellen. Wie kann ich denn am besten an dem Event teilnehmen? Also wir haben in den letzten Jahren auch wieder unser bekanntes Buchungssystem bereits freigeschalten, was man im Division Center finden kann. Dort haben wir knapp 1000 Flüge, die buchbar sind. Da kann man sich also dann einen Flug seiner Wahl sozusagen aussuchen. Und selbst wenn jetzt jemand unter den 1000 Flügen keinen Flug findet, der einem zusagt, dann ist natürlich auch jeder willkommen, auch einfach mal spontan bei uns vorbeizufliegen, auch ohne Buchen. Und sofern es unsere Kapazität zulässt, werden wir dann da auch definitiv niemanden abweisen. Also ob spontan oder geplant, ihr könnt am 28.08.2021 von 3 Uhr Zulu bis 21 Uhr Zulu am München RFO teilnehmen. Auf euch warten live aus Freising 25 Lotsen auf bis zu 16 Positionen. Mehr Informationen und das Buchungssystem für die Flüge zum München RFO findet ihr im Forum und im Division Center. Wir freuen uns auf euren virtuellen Besuch am Flughafen München. Damit endet diese Folge von Was macht auch wieder. Ich danke dir, Marco, für das Gespräch. Ja, sehr gerne.